Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie bereits angekündigt, drehe ich heute für euch meinen kleinen Rossmann-Haul, den ich hier in Ungarn geshoppt habe. Ich wollte eigentlich nur ein paar Kleinigkeiten holen, aber ihr kennt mich, es ist ein bisschen mehr geworden, sagen wir es mal so. Und ich habe hier alle Produkte schon hingestellt und würde sagen, wir fangen auch gleich an. Das habt ihr schon gesehen, das ist von Kokusta eine Cherry Blossom Lip Mask. Fand ich total cool. Ich denke mal nicht, dass es nach Kirsche riecht, aber ich fand es eine coole Geschichte und zum Ausprobieren allemal gut. Dann habe ich mir noch eine Lippenmaske mitgenommen von Kokusta, aber mit Rose. Ich liebe Rose und die wird auf jeden Fall getestet. Gerne auch in einem Live-Test-Video. Da haben wir Testmaterial. Dann haben wir hier von Biovene eine Maske, die ist sozusagen für den Arsch. Es ist eine Popo-Maske, so ein Cremesachet. Und ja, da wird es natürlich keinen Live-Test von geben, aber ich werde es euch wahrscheinlich in meinem nächsten Aufbau-Video erzählen oder irgendwie ein Foto davon machen und euch ein Review dazu abgeben. Auf jeden Fall werdet ihr erfahren, wie sie gewesen ist und ja, ne, wir schauen mal. Dann haben wir hier noch so eine Crememaske einmal von Ciala, ich kann den Namen nicht so aussprechen, mit Honig, also eine süße Gesichtsmaske, steht ja auch so drauf. Honig ist immer gut für die Haut, da gab es auch eine mit Manuka-Honig, aber das hier ist jetzt for dry and sensitive skin, also für trockene und sensible Haut. Das fand ich klang einfach ein bisschen besser so für mich. Aber ist ja prinzipiell wurscht. Dann haben wir hier Damask Rose, eine Sheet Mask. Nicht zu verwechseln mit Sheet Mask. genau. Ich dachte erst, es wäre von Kokusta, ist es aber nicht. Macht aber nichts. Wie gesagt, ich bin ein Rosenfan. Das merkt man hier überhaupt nicht. Nö, aber kann man ja mal testen. Ich bin gespannt darauf und werde ich euch auch zeitnah reviewen. Und dann habe ich noch ein Produkt von Kokusta mitgenommen. Und zwar ein paar Eye Patches. Ich habe mir ja von Amazon. Bei Amazon auch mal welche bestellt davon. Die Princess Eye Patches, die hatte ich euch auch irgendwann mal reviewed. Ich kann nicht mehr reden. Genau, da gab es goldene, da gab es welche mit Mango und ich habe mir die mit Kokos mitgenommen, weil ich liebe Kokos. Wer mich schon länger verfolgt, weiß das. Und ja, ne? Also ich bin schon sehr gespannt darauf. Dann von Nivea auch eine 10-Minuten-Tuchmaske. Da freue ich mich schon total drauf und bin echt gespannt. Was mir aufgefallen ist, bei DM, wo ich auch schon mal eingekauft habe, gab es auch Nivea-Tuchmasken. Die waren aber fast doppelt so teuer wie bei Rossmann. Also es lohnt sich eher bei Rossmann die zu kaufen. Hier in Ungarn ist ja die Währung Forint und 350 Forint entspricht etwa 1 Euro. Und die hier hat 800 Forint gekostet. Und bei DM kosteten die, glaube ich, 1500 oder so. Also fast das Doppelte. Deshalb lohnt sich das auf jeden Fall mehr. Und die letzte Maske ist wieder eine Crememaske von Salt House. Das ist ja, ich sag mal, eine medizinische Marke, die wirklich, ich sag mal, so Apothekerkosmetik macht, ne? Also das vertragen auch die Leute mit der empfindlichsten Haut. Meine Mutter benutzt von denen, glaube ich, auch ein paar Produkte. Und die hat wirklich sehr empfindliche Haut und verträgt das, glaube ich, ganz gut. Die ist mit Mineralien aus dem Toten Meer, Aloe Vera und Gurke. Das klang sehr erfrischend, sehr sommerlich, klang gut. Und dann haben wir noch etwas, und zwar Badeprodukte. Wer mich kennt, ich liebe Baden. Ich bin eine kleine Bademaus. Und bei mir ist es egal, ob Sommer oder Winter. Ich finde immer irgendwie eine Möglichkeit zu baden. Und wenn es ein kühles Fußbad ist. Und zwar habe ich hier, es sind so, also ich weiß gerade nicht die Marke, aber das ist so Passionsfrucht, Passionfruit. Ich würde mal sagen, es sind so Badetabs, 10 bis 20 Stück. Die haben auch
4-5 Euro gekostet, aber dafür kann man damit einige Male baden. Also ich glaube, das hält sich eine Weile. Was ich cool finde, hier oben, dass man das so verschließen kann mit diesem Druckding, dass man die nicht irgendwo dann offen rumstehen hat, sondern dass die wieder verschließbar sind. Das finde ich total praktisch daran. Dann haben wir hier noch drei weitere Badesalze. Und zwar von Isana Mango Jungle. Da gab es auch eine Riechprobe. Oder gibt es eine Riechprobe? Riechen? Tut es sehr, sehr fruchtig, sehr angenehm. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und dann haben wir hier so ein Milky, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall mit Kokos und das ist so ein feineres Badepuder, würde ich mal sagen. Auch darauf bin ich sehr gespannt. Da konnte man leider nicht dran riechen, aber ich und Kokos, das geht immer. Und dann haben wir hier noch ein Ayurveda-Badesalz. Das ist mit Rose und grünem Tee. Auch das kann man hier oben riechen. Und der Duft sagt mir auch sehr zu. Die waren auch alle günstig, kosteten so um den Euro herum. Also so, ich schätze mal 360, 70, 450 vollends etwa. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt. Und zwar haben wir hier ein Shower-Bubble oder Dusch-Bubble mit Champagner-Rose. Und es ist wirklich in so einem süßen kleinen Eimerchen. Und ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich will das nicht so weit kippen. Aber ihr seht, es ist wie so Wackelpudding, würde ich sagen. Riecht auch sehr intensiv nach Rose. Das erinnert mich an, wie ist das? Kleiner Gruß von Herzen mit Rose und Kamille oder so. Oder Kamamelis von Kneipp, das Badesalz. Ich finde, das riecht genauso wie das hier. Auf jeden Fall sehr interessant. Jo, und das war auch schon mein kleiner Rossmann-Haul, meine Eskalation. Aber ich habe dafür immerhin fast 30 Euro bezahlt, ne? Also es sieht im Nachhinein gar nicht so extrem viel aus, aber man darf nicht vergessen, ein Produkt kostet schnell mal 1, 2, 3 Euro. Also ich glaube, das teuerste waren tatsächlich die Masken auch von Kokostar, weil da kostet eine Lippen- oder Augenmaske schnell mal 3 Euro. Und ich habe ja zwei Lippenmasken und eine Augenmaske mitgenommen und auch noch andere Tuch- und Crememasken. Ne? Ich bin auf jeden Fall total zufrieden, freue mich über die neuen Produkte, weil es einfach so Produkte sind, die ich in Deutschland gar nicht bekommen könnte, größtenteils zumindest. Und auch die Produkte von Isana kannte ich so noch nicht. Es wird auf jeden Fall einige Live-Tests geben, auf die ihr euch freuen könnt. Mit eben den Augenmasken und ja, einige Reviews, zum Beispiel bei der Popomaske. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe sehr, dass euch das kleine Video gefallen hat. Und ich würde sagen, bleibt gesund und verfolgt auf Instagram, wenn ihr mir da noch nicht folgt, gerne meine Reisetagebuchreihe. Das zweite wird, denke ich, auch die nächsten Tage online kommen. Schaut gerne rein. Ich wünsche euch was. Alles Gute, fühlt euch gedrückt und bis zum nächsten Mal.